Servus, Salve und hallo. Es ist Samstagmorgen, 9.06 Uhr. Da habe ich gestern einen Film reingestellt. Da sind irgendwie die Charts nicht transportiert worden. Das ist ein anderes System als das, was ich kenne. Ich komme damit irgendwie nicht so klar. Und deswegen reiche ich die jetzt nach, weil ich nehme Screenflow. Damit komme ich sehr gut klar. Und jetzt gucken wir mal, dass ich die nachreiche, auch mit Scheinen. Also, das erste ist BASF. Wir haben gestern bekannt gegeben, dass sie 2600 Leute verabschieden, aber haben auch gesagt, dass sie das Aktienrückkaufsprogramm stoppen. Daraufhin hat der Wert in der Spitze verloren, ich glaube, was waren es, 7%? Ja, 7,13%, das ist viel. Die BASF, jetzt muss ich gerade mal schauen, die Zahlen, Dividende, wann ist denn das? Jahresabschluss, Hauptversammlung, 27.04. ist das. Ja, da wird die Dividende gezahlt. Ich habe nichts davon gelesen, dass die Dividende geändert werden soll. Das allein wird dem Wert mit Sicherheit ein bisschen helfen. Also gut, vor euch liegt der Chart, ein Tag, eine Kerze. Das ist die Bewegung von gestern. Die Bänder gehen heftigst auf, nach oben und nach unten, nach einer sehr langen Seitwärtsphase hier, sagen wir vom Beginn, ja, in diesem gesamten Jahr. Die haben ja fast gar nichts gemacht. Also, eins nach dem anderen. A, die Bänder gehen heftig auf. Ihr wisst, was ich sage, es muss jetzt das obere, das der Bewegung entgegengesetzte Band muss erstmal drehen. Das tut es nicht. Wir haben gestern fast auf das 38er Retracement aufgesetzt von dieser Bewegung hier vom Ende September. Wo waren sie da? Da waren sie bei 38 hoch bis zu 54. Sind wir auf das 38er drauf. Die 200-Tage-Linie liegt hier deutlicher noch ein bisschen drunter, 46,5. Ich runde immer leicht, ja. Was ich damit gestern sagen wollte, ist, manchmal hilft es Unternehmen, wenn sie Leute rauswerfen. Also das hatten wir bei Alphabet, bei Metaverse, bei Amazon. Das hatten wir also bei den Amis hatten wir das viel und da waren das auch ganz, ganz andere Zahlen. Ich finde grundsätzlich 2600, das ist natürlich, und es tut mir leid für die Leute, aber es ist nicht so nennenswert viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Angestellte die BASF hat, aber das ist auf jeden Fall, das ist kein Prozentwert. Also es würde mich wundern. Aber gut. Wir haben hier eine ganz fette Zone, die habe ich blau eingezeichnet. Das ist nicht nur das letzte Verlaufstief vom 20.12., sondern die ist auch hier oft gehandelt worden, war hier ein Widerstand, war hier mal ein Widerstand. Und das ist der Bereich von 4, also rund 45, auch hier ich runde leicht, bis zu 45,80. Und da ein bisschen drüber kommt die 200-Tage-Linie. Deswegen, solange sich hier nichts ändert über die Bänder, ja, so wie es sich zum Beispiel hier geändert hat, wir gingen hoch, dann hat es hier gedreht und dann seitwärts. Wie weit seitwärts, wie lange, das wissen wir nicht. Aber das muss sich erst ändern. Das heißt, die sind jetzt erstmal, ich möchte nicht sagen zum Abschuss freigegeben, aber sollten zumindest nicht steigen. Das sehe ich nicht so. Wir sind negativ über die Technik, wir sind negativ über die Stochastik. Da ist nichts Positives irgendwo. Ich gehe davon aus, dass wir hier in diesen Bereich reinlaufen werden. So knapp über die 45. Ich habe da auch schon mal einen Schein mitgebracht, der unbedingt auf die Watchlist muss. Der hat momentan 10,8er Hebel. Der wird aber steigen, wenn die Aktie weiter fällt, wovon ich ausgehe. Das ist im Moment eine Basis 44,09. Das ist von der UniCredit, die HC1 VGE. 44,09, da sind wir ziemlich genau hier am 61er. Ich möchte wissen, wie die sich in den nächsten Tagen in diesem Bereich hier verhält. Ich glaube nicht, dass wir am Montag nochmal so eine Kerze nach unten draufsetzen. Das glaube ich nicht. Normalerweise nach solchen Tagen sind die Kerzen danach kleiner, aber das heißt nicht, dass die hier irgendwo drehen. Ich habe nicht den Hauch eines Kaufsignals, nicht den Hauch. Deswegen, das ist jetzt für mich erstmal, der Spread zu Bayer wird größer. Ich muss die jetzt momentan erstmal nicht haben. So, dann hatten wir als nächstes die Telekom. Na komm, Telekom. Hier. Da hatten wir gestern gesprochen, 14 Jahreshoch. Ja, das nehme ich zur Kenntnis und ich kann mich diesem Argument gegenüber nicht verschließen. Aber bei mir ist alles hoch. Ich fange mal an mit dem Monat. Die sind heimlich still und leise gestiegen. Ja, das ist so, ja, für mich ist das so ein Rentenwert. Ja, aber egal wie, sie sind heimlich still und leise gestiegen. Hier von 8, aber das war 2013, das ist jetzt der Monatschart. Ne? Eine Kerze, ein Monat. Gelten hier als heftigst überkauft, haben eine negative Divergenz, sind noch positiv über das MACD, sind aber jetzt von der letzten Steigerung von, die haben sich fast verdoppelt, von 10,40 jetzt hoch auf die, ja, die haben sich ja sogar verdoppelt. Guck an. Ja, die waren die 21? Ja, 21,45, ganz genau.
Also vom Monat her sehe ich da eigentlich nicht mehr so viel Potenzial nach oben. Ja? Die schreit nach einer Pause. Guck mal die Woche. Die sieht nämlich gar nicht anders aus. Auch hier extrem überkauft, noch leicht positiv aus dem oberen Wochenband raus und wieder rein. Das ist negativ. Ja? Hier haben wir eine Unterstützung im Bereich von 19,5. Also auch hier, ich möchte mal sagen, also noch kein echtes Verkaufssignal, aber ein, ja, pass mal auf, das geht jetzt so nicht weiter Signal. Also die brauchen eine Pause, dringend. So, dann haben wir gestern gesagt, dass die leben halt sehr viel von T-Mobile. T-Mobile macht das toll. Der Andreas hat auch so eine Rechnung aufgemacht, was die eine wert ist und die andere, sodass man die Telekom fast umsonst bekommt. Ja? Auch hier, ich kann mich diesem Argument nicht entziehen, aber ich bin nun mal technischer Analyst und da fallen mir solche Dinge auf, wie auch hier. Wir haben hier so eine Art Shootingstar. Wir knallen gestern hier ein bisschen deutlicher runter. Wir werden leicht negativ, das ist jetzt der Tagesschart, leicht negativ über das MACD und bekommen ein relativ frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Für mich ist jetzt hier oben erstmal Ende Gelände. Vor diesem Hintergrund habe ich mich zu Folgendem entschieden. Das hier ist ein Put. Der liegt ganz nah dran, 22,09. Da sind wir hier oben. Der hat ein minimales Aufgeld. Ja, deswegen habe ich da also auch keine Hemmung, ganz nah ranzugehen. Und selbst wenn ich den verliere, dann kostet es 6 Cent oder sowas. Das ist nicht viel. 22,09 ist die Basis. Das ist von der Citibank KF7XDM. 17,5er Hebel momentan. Das kann man riskieren. Mit Ziel in dem Bereich hier so um die 20 rum, 1990, 20. Da denke ich, da können sie durchaus hingehen. Ja. Ich glaube einfach, die verbrauchen sich. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünfte Welle. Gefällt mir nicht so gut. Dann aber lege ich auch schon mal einen Call auf die Watchlist. Das sind 18,55er. Da sind wir hier unten, unterhalb der 200-Tage-Linie, unterhalb von diesem letzten Zwischentiefs, von diesem Doppelboden, den wir hier haben. Im Moment ein Hebel von 8,5, der wird aber steigen. Das ist die KG9ALK. Den fasse ich jetzt nicht an. Ja? Aber den gucke ich mir an, wenn wir hier so im Bereich um die 20 sind. Will ich schauen, wie hat es die Technik weiter abgebaut. Wenn das jetzt 5, 6 Tage dauert, ist die Technik wahrscheinlich hier unten. Und dann werden sie auch nicht viel weiterfallen. Aber das ist eigentlich erstmal so der Zielbereich, den ich hier habe. Dann, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch über die BYD gesprochen. Moment, BYD kommt hier. BYD. Da sind sie. Hier sind die BYD. Da habe ich gesagt, ich habe so Autos gesehen, Thailand. Ich war echt baff erstaunt. Also, das sind richtig hübsche Autos. Und ich saß drin, also mit diesen ganzen Interhasien und was sie da alles gemacht haben. Schön. Wie gesagt, mir fehlt ein Crashtest. Wenn einer von euch da mal einen Link hat oder so, dann kann er gerne unter YouTube stellen. Ich möchte es gerne mal wissen, weil wir haben es gestern gesagt, es gibt Autos, die fahren mit 30 km/h gegen Dackel. Der Dackel lebt, das Auto ist Schrott. Ja. Da muss man halt ein bisschen mal aufpassen. Und das weiß ich halt nicht, wie das die Chinesen gelöst haben. Keine Ahnung. Aber optisch gefällt mir das Ding allemal besser als jeder Tesla. Wir sind von 40 runtergekommen. Ja, ihr wisst, der Warren Buffett hat sich, glaube ich, komplett von der Position getrennt. Der hat die aber auch schon seit, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren. Der hat die damals gekauft mit 5, meine ich. Das war viel. Und damals standen auch noch Geely und BYD ähnlich. Ja, und die Geely, die krebsen irgendwo weiter da unten rum. Und ist halt der Qualitätstitel ist BYD und der Zockerwert ist Geely. Ja, ich habe keinen Bock dazu zocken. Was mir ganz gut gefällt, ist, wir bekommen hier eine schöne Stabilisierung rein und wir sind bereits heftigst überverkauft. Ja, hier war das Verkaufssignal, das war ziemlich genau da mit dem Doji hier. Und wir haben das gut abgebaut. Jetzt will ich nochmal gerade eins schauen, und da habe ich nämlich nicht drauf geschaut. Ja. Also wir sind so am 38er. Ich habe auch kein Problem, wenn die nochmal hier ein bisschen runtergehen, so auf das 50er bei 25,62. Aber ich habe noch kein, so habe ich es gestern auch ausgedrückt, noch kein Kaufsignal. Aber das kommt jetzt bei mir auf so eine Watchlist. Das möchte ich schon ganz gern sehen. Und also mir haben die Dinger gefallen. Nochmal, ich brauche so einen Crashtest. Ja. Liefert mir einen Crashtest. Ja. Ich will wissen, wie die Dinger dann, wenn sie gegen Bordstein fahren, was dann passiert. Also das waren die Sachen von gestern. DAX habe ich einen eigenen Film reingemacht. Sorry, wegen gestern. Das war also ein Horror hier mit dem Internet. Das war wirklich nicht schön und auch sehr ärgerlich. Ja. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu.
dass ich immer, wenn Bewegung da ist, darf ich nicht mitmachen. Das ist echt ekelhaft. Aber gut, da muss ich durch. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende, ein Happy Trading und eine fette Beute. Baba!